Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, stellt bei einem Asylantrag einen Schutzgrund fest. Die Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein stellen dann anhand dieses Schutzgrundes nun den Aufenthalt für in der Regel 3 Jahre nach der Anerkennung durch das BAMF fest. Der Asylsuchende erhält in der Regel einen zumeist befristeten Aufenthaltstitel. Das BAMF wiederum ist dann in der Pflicht, wenn die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Schutzgrundes nicht mehr bestehen, das zu prüfen. Diese Prüfung erfolgt regelmäßig innerhalb einer 3-Jahres-Frist. Entfällt der Schutzgrund etwa durch Beendigung eines Krieges im Herkunftsland, so teilt das BAMF dieses der Ausländerbehörde mit. Der Aufenthalt eines Asylsuchenden ist dann zu beenden. Der Migrant wird in der Folge ausreisepflichtig. Das, meine Damen und Herren, ist stark vereinfacht, der theoretische Ablauf eines Teils des Asylverfahrens. Stellt das BAMF nun nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der 3-jährigen Frist eine Überprüfung an, stellt dem BAMF eine Ermessensentscheidung zu. Bis Ende 2020 stehen fast 770.000 Überprüfungen der Schutzgründe an. Zehntausende Asylfälle landen nun monatlich zur Wiedervorlage bei den BAMF-Entscheidern. Es handelt sich um positive Anerkennungen, die in der Hochphase der Flüchtlingskrise getroffen wurden. In mehreren hunderttausend Fällen geschah dies jedoch ohne Anhörung oder Identitätsprüfung. Bei den Überprüfungen der Asylentscheide geht es zunächst um die Frage, ob sich die Lage im Herkunftsland geändert hat. Zweitens wird geklärt, ob sich neue Erkenntnisse zur Identität des Flüchtlings ergeben haben. Das gilt vor allem für Ausländer, die ohne Papiere gekommen sind. Die großen Zahlen allein lassen befürchten, dass das BAMF dieser Prüfpflicht nicht nachkommen kann. Und das hat es auch in der Vergangenheit nicht getan, wie stichprobenartige Überprüfungen bestätigen. Hierzu muss man wissen, dass schon nach 3 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen, wie etwa der Sicherung des Lebensunterhaltes und ausreichender Sprachkenntnisse, eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt werden kann, wenn das BAMF kein Widerrufsverfahren einleitet. Untätigkeit oder auch Handlungsunfähigkeit auf Seiten des BAMF führen immer häufiger dazu, dass Ausländer sich dauerhaft in Deutschland aufhalten dürfen, die unter Wahrung rechtsstaatlicher Aspekte unser Land eigentlich verlassen müssten. An dieser Stelle setzt unser Antrag an. Die Ausländerbehörden in Schleswig-Holstein sollen beim BAMF zukünftig in jedem Einzelfall 3 Monate vor Ablauf der auf 3 Jahre befristeten Aufenthaltserlaubnis anerkannter Asylsuchender anfragen, ob ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren eingeleitet wird. Richtiger Einwand an dieser Stelle, die Aufgabe liegt in der Zuständigkeit der auf kommunaler Ebene tätigen Ausländerbehörden. Und in der Tat führte eine kleine Anfrage unserer Fraktion zu dem Ergebnis, dass die Landesregierung zu diesem Thema praktisch keine Übersicht hat. Die Landesregierung hat schlicht keine Übersicht darüber, welcher positiv beschiedene Asylentscheid demnächst zur Überprüfung ansteht. Wir von der AfD-Fraktion haben aber die klare Erwartung an die Landesregierung, dass diese in der Migrationspolitik Übersicht und Kontrolle darüber behält, wer sich in unserem Land aufhält und ob der Aufenthalt auch weiterhin berechtigt ist. Und da das BAMF hier nicht zwingend verlässlich ist, müssen die Ausländerbehörden dazu angehalten werden, Prüffristen zu wahren bzw. beim BAMF genau darauf hinzuwirken. Und diese Umsetzung geltenden Rechts, denn es geht nur um die Umsetzung geltenden Rechts, muss transparent und auf Landesebene nachvollziehbar sein. Zusätzlich sollte sich die Landesregierung im Bund auch für eine sorgfältige Einzelfallprüfung inklusive der Identitätsprüfung jedes Asylverfahrens vor Ablauf der Frist einsetzen. Meine Damen und Herren, das ist im Grunde schon alles. Es geht tatsächlich nur um Kontrolle und Handlungsfähigkeit in der schleswig-holsteinischen Migrationspolitik. Das zweite Thema, der Spurwechsel. Auch hierzu habe ich im Landtag schon einiges gesagt. Für die AfD-Fraktion gilt hier weiterhin, dass abgelehnte Asylbewerber aus unserer Sicht grundsätzlich ausreisepflichtig sind. Der Aufenthalt ist zu beenden und wo dies nicht freiwillig geschieht, muss in letzter Konsequenz eine Abschiebung erfolgen, gerne auch zeitnah. Der von Ihnen geplante Spurwechsel würde potenziellen Migranten das fatale Signal aussenden, dass man es nur über die Grenze und nur in ein Asylverfahren schaffen muss, um ein Jobangebot und damit ein Bleiberecht zu erlangen. Der Spurwechsel erzeugt aus unserer Sicht eine Sogwirkung für noch mehr unberechtigte Asylmigration. Er bedeutet aus unserer Sicht abermals Einwanderung über das Asylrecht und das lehnen wir ab. Vielen Dank.